auch 2012 in Südamerika fängt die Rallye Dakar pünktlich zum 1. Januar an. 14 Tage lang werden sich die 443 Teilnehmer vom argentinischen Mar del Plata bis zur peruanischen Hauptstadt Lima einen erbitterten Kampf liefern. 4.200 der 8.300 Kilometer langen Strecke werden auf Zeit gefahren. Es sind die Motorräder, die zu dieser 33. Ausgabe zuerst an den Start gehen. Allen voran der Vorjahressieger Marc Coma. Der Katalane, auch dieses Jahr der große Favorit, zeigt von Anfang an seine Ambitionen und fährt auf seiner KTM ein nahezu perfektes Rennen. Er legt die 57 Kilometer in nur 32 Minuten und 51 Sekunden zurück und ist in guter Position, um die Eröffnungsetappe wie schon 2011 davonzutragen. Der Franzose Cyril Depré wird nach einer enttäuschenden Etappe mit 1 Minute und 48 Sekunden Rückstand nur 13. Der Einzige, der es schaffen wird, Coma ins Schwitzen zu bringen, ist Francisco Lopez. Nach einem Sturz in Tunesien lange verletzt, ist der Chilene von Anfang an schneller. Er legt die Etappe in 32 Minuten und 37 Sekunden zurück und erringt somit seinen 6. Etappensieg bei einer Rallye Dakar. 14 Sekunden nimmt Lopez dem Katalanen Coma ab. Dritter dieser ersten Etappe wird Javier Pizzolitto. Bei den Geländewagen ist das große Thema der diesjährigen Ausgabe natürlich der Rückzug von Volkswagen. Der mehrfache Sieger konzentriert sich nur noch auf die Rallye-Weltmeisterschaft. Da die Wolfsburger Touaregs nicht dabei sind, haben die Piloten bei der Konkurrenz Unterkunft gefunden. Chignel de Villiers fährt für Toyota, Nasser Al-Attiyah ist für Hummer am Start. Der Sieger letzten Jahres hat mit seinem Zweiradantrieb prompt Probleme und der Qatari verliert 9 Minuten und 50 Sekunden auf den Etappensieger. Chignel de Villiers schafft zwar ein etwas besseres Rennen, er beendet die Etappe mit 15 Sekunden Rückstand auf Platz 4. Doch er wird alle Hände voll zu tun haben, wenn er mit den Minis mithalten will. Die Countrymans scheinen nämlich schon in Bestform. Doch es ist nicht der Favorit Stefan Peterancel, sondern Leonid Nowicki, der mit 32 Minuten und 12 Sekunden die Bestzeit fährt. Sein polnischer Teamkollege Holowczyk folgt 5 Sekunden hinter ihm. Peterancel ist mit 9 Sekunden Rückstand Dritter. Es sieht nach dieser Etappe aus, als stünde der Nachfolger Volkswagens schon fest.